Ja, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Heck und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder ein SBB. Und zwar, wir haben wieder was Krasses am Start. Und zwar Neymar. Seine 93 Karte haben wir am Start. Wir haben auch natürlich eine Special Guest am Start. Und zwar Tabaco. Was geht ab, mein Freund? Servus, Leute. Ich bin der Tabak. Freut mich, hier zu sein. Ja, wenn Heck und ich ein SBB machen, dann scheppert es immer, was die Münzen angeht. Und wir haben eine Rechnung zu begleichen. Ich bin gespannt, Leute. Neymar kostet fast 2 Millionen Münzen und das wird auf jeden Fall eine heiße Runde, Mann. Ich bin gespannt. Ja, Neymar kostet so fast 2 Millionen. Deshalb lass uns mal die 2000 Likes knacken. Ich weiß, es ist schwer, aber mit Tabaco feiert die immer wieder. Vielleicht schaffen wir das. Oder was sagst du? Bruder, wenn die nicht 2000 rausknallen, Jungs, dann jage ich sie mit Chababchi-Späßchen, okay? Boah. Also, wir fangen da mal an. Ich halte rein. Ist okay? Okay, mach du zuerst, Bro. Let's go. Dann fangen wir an. Ich leg gleich mal los mit einer Icon, okay? Weil es wird auch, wie gesagt, weiterhin knackig. Wir haben Overmars, seine Baby-Icon. Die habe ich übrigens gekauft. Also nichts Base-Icon, SBC gezogen oder sonstiges. Und im ZDM haben wir einen Spieler von Paris Saint-Germain. Ich habe mir vorstellen, du hast so Guedes oder so aufgeschrieben. Wobei, den kannst du eigentlich auch haben. Ich habe Paredes. Ich habe auf der linken Seite Costa aufgeschrieben und Allen. Ja, also kannst du behalten. Übrigens, bevor wir weitermachen, am Dienstag kam natürlich auch ein Video online bei Tabaco. Checkt auf jeden Fall mal aus. Und in der Beschreibung ist es verlinkt. Und jetzt machen wir weiter. So. Yeah, man. Also. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich jetzt einen Spieler treffe, okay? Vor allem bei dem Sturm immer gut. Wir haben im Sturm, ja. Ich will mal immer so mal ausprobieren, ja. Und zwar Talisca haben wir am Start. Seine 85er Karte. Und wir haben auch eine Icon, ja. Und zwar eine Baby-Icon. Der ist voll süß, Digga. Der kostet nur 138.000 Münzen. Und zwar. Was? Klose! Ja, Mann. Okay, okay. Lass sie behalten. Ich habe Cavani und Osimhen, den guten Nigerian Brother von Lille, aufgeschrieben. Wir machen dann direkt weiter. Die drei ZDMs bei mir und bei dir dann Stürmer, RM und ZDM. Let's go. Weiter geht es für uns mit der nächsten Position. Der gute Seko hat jetzt drei ZMs. Die habe ich alle auf meiner Tafel stehen. Und ich habe auch alle richtigen auf der Tafel geschrieben. Ah. Also, du wirst jetzt drei Bronzespieler haben, Kappa. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. So, im Mittelfeld haben wir drei Spieler, Digga. Die haben alle drei auch 86er Rating. Ja, für den Informs hier natürlich am Start. Und zwar einmal Wijnaldum. Dann in der Mitte Fabinho. Und rechts habe ich Allen. Seine 86er Karte. Okay, Digga. Ich habe Allen. Ich habe Fabinho. Und ich habe Carlinho. Was? Ich hab Allen und ich hab Carlinho. Du hast wieder dein Gerät da, ne? Ich hab das in der Insta-Story gesehen. Ja, Digga, Bruder, das war jetzt zu Feier des Tages. Ich hab nämlich Allen und Fabinho aufgeschrieben, Bruder. Und Paulinho, den hast du ja nicht genommen. You know what the good thing is about this? You have to. Bronze Torwart bitte ins zentrale Mittelfeld und der andere Spieler ist auch Bronze. So, Ding ist das, Jungs. Der bieseslose Tabak hat wieder zugeschlagen. Ich bin da, Digga. Ich halte rein. Jetzt kann eh alles passieren. Du hast eh schon deine Bronze-Spieler. Ja. Ich habe 2 von 3 getroffen. So muss das sein. Herzlichen Glückwunsch. Und wir machen weiter, Leute, mit dem Stürmer. Und das ist Jamie Wardy, The Leicester City Machine. Ja, im Mittelfeld haben wir Henderson, seine Team of the Nominee-Karte. Und rechtes Mittelfeld ein weiterer Team of the Nominee-Spieler und das ist Sterling. Alla, Banega, Cuadrado. Schade, Seko. Ja, schade. Motivation wieder null natürlich, wieder im Keller. Wir machen weiter mit, keine Ahnung, Rechtsverteidiger und Linksverteidiger, Alter. Ja, ich riech schon dein Neymar, gell? Der wird heute begraben, Bro. So, Jungs, wir machen mal direkt hier weiter und zwar die beiden Außenverteidiger. Es wird auf jeden Fall sehr schwer. Ich habe irgendwas jetzt geschrieben einfach. Okay, also ich bin ja eh so ein Fan davon. Ich gehe mal gerne auf den Außenverteidigerpositionen. Bro, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich habe da irgendwie so einen Wurm drin. Auf jeden Fall versuche ich immer, gute Chemie zu bekommen. Und deswegen bin ich auf der Linksverteidigerposition mit einem Spieler gegangen. Er ist Holländer und sein Name heißt Habs. Also er ist rare, hat fast 90 Tempo, ist auf jeden Fall stabil. Und Rechtsverteidiger haben wir den guten Trendy Alexander Arnold. UCL habe ich diesmal, keine Team auf dir. Also rechts habe ich Wan-Bissaka aufgeschrieben und links Roussillon. Okay, Bratan. So, du bist dran. So, Bratan. Jetzt sind die nächsten Spieler dran. So, Bratan und Bratinas. So, auf der rechten Seite haben wir von Inter Mailand und zwar Lazaro. Und links habe ich Van Arnold, glaube ich, heißt er. Ich muss eine Sache gestehen. Rechtsverteidiger, dachte ich so, vielleicht das Offensichtliche. Ist manchmal nicht das Offensichtliche. Da bin ich mit Malcuit gegangen, wer zu Allen gelingt. Ja. Und Linksverteidiger, ich habe noch deine Rewards nicht gesehen, weißt du? Weil ich vorhin mein Video geschnitten habe, während du gestreamt hast. Ja. Aber ich habe Mondi aufgeschrieben von Manchester City. Hätte ja sein können, dass du den in Rot bekommen hast, weißt du? Ich kann ja nicht in Zukunft schauen. Ist ein bisschen Glück gehabt. Wir machen weiter. Die letzten Positionas. Let's go. Jetzt sind wir angekommen bei der absolut spannendsten Phase des Videos, würde ich sagen. Ja, wer jetzt verliert, der hat auf jeden Fall schwierige Karten, das Ding später zu holen. Wir werden abwarten. Ich halte das erste die Tafel rein. Seko, du
du darfst in die Spieler reinschauen. Okay, also die beiden Innenverteidiger, ja, die sind von AS Roma. Ja, einmal Smalling, einmal Juan Jesus. Und im Tor haben wir auch von Roma. Und zwar Lopez heißt er, glaube ich. Oh nein. Hast du? Ja, wen hast du genommen? Hast du die alle drei oder was? Sag nochmal kurz, Digga. Ich meine, mein Internet war gerade weg. Smalling, Juan Jesus und Lopez. Lol, ich bin in eine ganz andere Liga gegangen, Digga. Ach. Du Schlingel, Digga. Ich hab einen Brasilianer aufgeschrieben, einen Engländer und einen Italiener. Okay. Der eine heißt Juan Jesus, der eine heißt Chris Smalling und der eine heißt Pau Lopez. Ich hab einfach alle drei Spieler mit einem Pick und ich schwör's dir, Digga. Hier steht schwarz auf, also blau auf weiß. Junge, das ist mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon geschafft habe. Letztes Jahr, glaube ich, safe, FIFA 19. Aber mit drei Picks alle drei zu treffen. Tutti bene, per favore, seco. Ich schieß ein paar Tore vielleicht. Bro, ich halte rein. Ein Innenverteidiger, okay. Ich musste ja noch meinen Paredes linken mit einem Argentinier oder mit einem Spieler aus der französischen Liga. Ich habe die Verbindung genommen, Musaccio, Romagnoli, Scream und im Tor in Form Sepe. Otamendi, Gomez, Ederson. Hätte ja auch sein können, weil Otamendi wäre nicht schlecht gewesen. Was soll ich sagen? Nichts, wir gehen rüber zum Spiel. Ja. So, wir fangen jetzt an mit 5 Bronzespielern. Let's go! Ah, die Junge. Und da steht es auch schon 1-0, meine lieben Freunde. Ich freue mich nicht zu sehr, weil ich weiß, du hast Bronzespieler. Deswegen ein bisschen Respekt an dieser Stelle. Digga, deine Spieler sind so schlecht. Die Digga, die können sich ja gar nicht bewegen. Das ist ja... Ja. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh, ach, Junge. Aber jetzt hab ich noch Glück, Alter. Du hast Talisca vorne, mit dem kann man schon was machen. Ja. Wer ist das? Ja, das war wieder ein, das war mein Torwart, Digga. Ja, das ist einfach gar nicht geil. Nein, Digga, überhaupt nicht, Digga. Die bewegen sich so scheiße, ne? Ja. Oh, Digga, was ist los mit dir? Yo. Yo. Ja. Und 2-0, Männer. Der mieseslose Tabak ist wieder da, Digga. A la cucaracha, schalalalalala. Jo, wahrscheinlich 3 zu 0. Ja. Kann man machen, Digga. Ein bisschen. Kann man machen, Bruder. Und, kann man machen. 3-0. Was kann man machen? Ich höre dich nicht. 3-0. Wadi. Bro, ich reiß dir gerade die Gallen raus. Komm, schieß einfach mal. Ah, schade. Ich muss sagen, mir macht es richtig Spaß heute. Ja, also, unglaublich, Bruder. Ja, da hast du vollkommen recht. Guck mal. Komm, ja, Klose, Sandwich. Schieß doch, Klose! Mach doch mal was, ey! Hä? Ist mal Real Talk? Jetzt hast du mich gerade an den Eiern. Neymar. Bitte! Neymar! Ja! 2-1 soll ich sagen, genau. 3-1. Den hat er eiskalt verwandelt, Alter. Der war Neymar, gut. Neymar. Nicht gut. Mein erstes Spiel mit Neymar 93 und vielleicht auch mein letztes Spiel, danke. Was sagst du, die machen gerade richtig Pause. Die sonnen sich gerade. Jungs, ihr dürft euch erst sonnen, wenn ich das nächste Tor gemacht hab. Dann dürft ihr euch sonnen auf der Karibik, okay? Ich komm mit. Mit Seko, Digga. Ja, da haben wir wieder die 3-Tore-Führung, weißt du? Komm, Neymar, lauf. Ist er jetzt schon, Digga? Ja, er geht. Ist er jetzt schon? Ja, er hat Ball mitgenommen. Ich schon. Ja. Ja, ich seh's auch. Seko, ich seh's auch, Mann. Ich seh, dass Neymar das gerade wird heute. Ich seh das jetzt. Oh mein Gott, Digga. 4 Picks bei so einem Team, was. Also, theoretisch hast du ja ein gutes Team gehabt. Da sind aber noch ein paar Überlebende übrig geblieben. Und die werden wir versuchen wegzuschmeißen. Digga, eigentlich ist echt einfach unfair, Digga. Seko ist wirklich der bessere Spieler als ich in FIFA. Was die. Ultimate, also die Weekend League Leistung angeht. Und bei SBBs gewinne ich immer. Danach schreiben wir unten in den Kommentaren immer: Spiel nie wieder mit Tabak. Dreh nicht mehr mit Tabak. So. Alle schreiben das. Rest in Peace, Digga. Oh. Oh, das ist unfair, Bruder. Oh. Ich kenne nichts. Guck mal, der verarscht mich noch, Digga. Hast du den Schuss gesehen? Hast du. Digga, das wäre ein Traumtor Golazo gewesen von anderen Sternen. Aber EA gönnt nicht. Bitte nein. Absetzen. Das war abseits. Nein. Er war abseits, ey, guck mal, ganz schön! Ich hab ihn genommen gerade. Ich hab gesehen, er war 2 Meter abseits. Er 10 Minuten später abseits, Digga. Ich hätte sein Leben genommen. Zirko, nicht wahr? Guck mal! Bruder, die können überhaupt nichts, aber die sind so schlecht, Bruder. Guck mal, da läuft der immer, Digga. Da läuft der immer. Ich hab ihn gesehen. Bruder, er läuft einfach. Er ist so los, er ist einfach alleine da. Wir haben so viel Platz, oh mein Gott. Riff! Der Feist! Der Feist kann es mit! Okay.
Mir ist egal gerade, weil ich führe. Aber machen, Bruder. Schau mal, hey. Seko, jetzt Real Talk. Das war Foul. Ich hab nichts gesehen. Hä? Habt ihr was gesehen, Jungs? Schreibt mal gerne unter den Kommentaren. Ich hab nichts gesehen. Hey, Jungs, stell dich vor, das wäre Food Champions. Stell dich vor, das wäre Food Champions zu 90 Minute und der pfeift das nicht. Ich krieg auch, also eigentlich krieg ich einen Anfall, aber Digga, GG auf jeden Fall. Ja, GG auf jeden Fall. 4 Discards jetzt. 4 Picks, Alter. Entweder wird heute eine Icon abgestoßen oder es wird Neymar gehen. Eins von beiden. Oder beide, Digga. Mal schauen. Okay, Jungs, Seko ist ready. Ich verkaufe gerade aktuell meinen Neymar hier im Hintergrund. Weil, ja, Gebühren kosten auch schon 80k. So. Aber weißt du, was noch mehr kostet als 80k, wenn ich ihn abstoße? Okay, eigentlich darf man nicht drüber lachen, gell? Das ist eigentlich, das ist böser Humor, Digga. Das ist wirklich böser Humor. Du weißt nicht, ich habe letztens Messi abgestoßen. Ich hab's gesehen. Gegen Fulki, oder? Bruder, wenn du nach Messi noch Neymar in Form abstoßt, dann würde ich an deiner Stelle jetzt erstmal einen Monat Pause machen mit FIFA. Ja, denkst du dir, ich mache dann nächstes Jahr erst weiter. Das kann man auch durchgehen lassen. Ist ja nicht so lang. Genau. Okay, pass auf. Ich überlege gerade, wo ich hingehen werde, in welche Richtung. Ich glaube, ich werde nicht von allem was picken, sondern ich nehme mir so ein bisschen mehr von einer Sache. Also entweder gehe ich in den Sturm quasi mit ZOM oder drei Mittelfeldspieler oder die Verteidiger. Ich glaube, Real Talk, ich glaube nicht, dass du was im Tor hast. Ich hoffe, irgendein Brausespieler schlummert im Tor. Ich hoffe es. Pass auf, ich nehme linker ZM, mittlerer ZM und beide Innenverteidiger. Linker ZM, mittlere ZM. Ja. Ja? Ja. Beide Innenverteidiger, oder? Ja, richtig. So, hör jetzt ganz genau zu. Okay? Linker ZM. Ja. Okay? Wijnaldum Inform, 100k. Mittlere ZM, Bronze Torhüter. Ah, okay. Innenverteidiger. Ja? Talisca Inform. Und? Ja, sein Partner! Wer ist denn da? Was sagst du? Nein! Ist die nächste Icon weg? Bruder, meinst du ernst? Bro? Oder Neymar, Digga. Übertreibst du gerade? Bruder, Klose oder Neymar? Klose. Bisschen Glück gehabt. Bisschen Glück gehabt wegen Neymar. Aber wieder eine Icon. Und er trifft Talisca und Wijnaldum. Digga, da ist noch Lazaro, da ist Van Arnold, Bruder. Triff die doch, Bruder, warum? Du triffst alle meine Spieler. Ich sag's zwar immer wieder und so, ich hab so einen Sensor drin. Ich treffe immer die besten Spieler von den Gegnern. Okay, Neymar nicht getroffen. Aber Bruder, wo war denn der Neymar, ehrlich gesagt? War der im Tor? Sag nicht, er war im Tor. Nein, Dicker, im Tor, Dicker. War ein Bronze-Torhüter. Ja. Also den habe ich gelassen einfach. Und Neymar war rechter Sturm, Dicker. Aber Bruder, ich hab eigentlich nach Neymar, ich hab dann die besten Spieler alle getroffen. Ja, alle. Digga, du hast alle getroffen. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, dafür lasst ihr beim Seko auf jeden Fall auf die Folge einen Daumen nach oben da. Das war wieder packend, das war spannend. Also, Gameplay war nicht spannend, aber ich meine, diese Player-Picks, ihr wisst Bescheid. Freunde, supportet den Seko. Wir haben jetzt 80.000 Abonnenten bei dir erreicht, gell? Das ist auf jeden Fall schon eine geile Zahl. 80.000 geschafft, ja, danke schön dafür. Aber ich, Digga, ich discarte immer wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Nächstes Jahr wird es anders. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall anders. Jungs, von mir war es das auf jeden Fall. Hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich lasse jetzt dir die letzten Worte, Seko. Ich weiß, es ist dein Kanal. Aber du hast den Druck und die Schmerzen gerade. Deswegen, du bist jetzt dran, okay? Ich halte mich jetzt zurück. Also, Jungs, ich will nicht mehr discarten. Ja, und ich möchte mal gegen Tabak mal einmal gewinnen. Wirklich nur einmal. Ansonsten, das war's. Wir sehen uns. Lass ein Like da. Check nochmal Tabaks Kanal ab. Ich bin am Ende, Digga. Ich bin wirklich am Ende. Ciao.